Oh. Heilige Maria, was tust du da, du Lump? Ja, Momo, Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir haben anscheinend genau dann gespeichert, als wir den Typen umgebracht haben. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem. Ich stellte eine Wache vor meinen Mund. Ich verstummte, demütigte mich und schwieg sogar vorm Guten. Hier zeigt der Prophet, man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute Geschichte. Scheiße, Mann. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ah, ich wollte doch eigentlich noch einen Dietrich organisieren. Und übrigens, tut mir leid, dass in den letzten 2 Tagen nichts kam. Ich hatte übelste Kopfschmerzen 2 Tage lang. Gott, war das ätzend. Keine Ahnung, woran das lag. Vielleicht, weil ich einfach kein Energy getrunken habe in den 2 Tagen. Ich habe mir jetzt extra Energy gekauft. Jetzt geht's mir gut. Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich schon süchtig nach dem Zeug. So. Ich habe natürlich keine Dietriche, ne? Gucken mal, was sagt denn die Karte? Questgeber. Okay. Ist aber nur der Typ im Leichenschauhaus, ne? Das ist jetzt kacke. Kommen wir jetzt natürlich an keinen Dietrich ran. Muss hier irgendwie rauskommen. Oh, du bist nur. Hi. Was? Ich hörte, du gibst dich gern mit Männern ab? Ich hörte das. Nun, dass du dich gern mit Männern abgibst, ist da etwas dran? Was? Woher weißt du das? Ich las es im Buch des Abtes. Was? Aber das liegt in seiner Kammer unter Verschluss. Er würde es nie jemandem geben. Bist du etwa eingebrochen? Wozu? Damit du etwas gegen mich in der Hand hast? Ich habe etwas anderes gesucht und bin dabei über deine Geschichte gestolpert. Hey, was auch immer du gesucht hast, du hast da eine Grenze überschritten. Aber keine Sorge, ich sage es niemandem, wenn du mir dasselbe versprichst. Oh oh. Nenn mich Sodomit, Sünder, Monster oder Höllenbrut. Aber sag mir eins, Gregor. Kann ich etwas für das, was ich bin? Ich sage dir, es ist meine Prüfung. Eine furchtbarere kannst du dir nicht vorstellen. Der Teufel hat dich in die Irre geleitet? Nein. Ich werfe dir nichts vor, Bruder. Ist ja nichts Schlimmes. Ich verstehe dich. Das war zwar alles interessant, aber ich urteile nicht über dich. Du bist, wer du bist. Man sollte sich stets treu sein. Gut, dass du nicht wie die anderen bist. Danke, dass du nicht schlecht über mich denkst. Ich schwöre, dass ich nie mit einem anderen Mann gelegen und gesündigt habe. Als mir mein Vater eine Frau suchen wollte, sagte ich ihm die Wahrheit und er schickte mich her. Gewissermaßen war ich froh darüber. Meine Schuldgefühle zerfraßen mich. Und ich wusste, im Kloster würde ich Frieden finden. Gott sieht, dass meine Seele rein ist. Du da, was schnüffelst du hier so rum? Verpiss dich, oder ich trete dir. Ich glaube, der redet mit mir. Wie komme ich denn hier raus? Ich habe direkt die scheiß Türen und alles geöffnet. Scheiße, da sind Wachen. Bewegung. Was treibst du hier? Erzähl dich oder ich geb dir Saures. Scheiße. Oh, ich wurde erwischt. Heilige Hallo. Maria. Ist das dein Ernst? Du bist tot. Kacke. Ihr müsst doch hier irgendwie rauskommen. Ja, ich geb schon auf. Könnte ins Gefängnis gehen, ne? Dann wäre ich ja draußen. Lernen, was Gerechtigkeit bedeutet. Was? Aber, spiel nicht den Dorftrottel. Du bist herumgeschlichen, wo du nichts verloren hattest. Was? Und das ist nur der Anfang. Du landest im Kerker und ich hoffe, du verrottest dort. Leg dich nicht mit mir an. Genug. Ach, verdammt. Wie? Okay, ich gehe ins Gefängnis. An der Kerker. Dort wird's. Und dann bin ich nämlich frei. Zehnter? Zehn Tage im Knast. Oh. Endlich geschafft. Ich finde, du hast nicht annähernd bekommen, was du verdient hast. Dich vergesse ich nicht. Ja, ja, ist gut. Was tust so. Du? Wir sind also frei. Ich habe immer noch die Mönchskutte an. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zurück ins Kloster. Also nicht ins Kloster, sondern ins... Wo bin ich eigentlich? Laufen wir mal da hoch. Muss erstmal meine Sachen wiederholen. Aber dann habe ich das Wichtigste erledigt.
schön. Mehr wollte ich doch nicht. Das Kloster mag mich immer noch nicht. Wieso wohl? Vor allem, weißt du, der Typ hat mich zum Zweikampf herausgefordert. Und ich werde dafür in den Knast gesteckt, weil er umgekippt ist. Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? Nein. Ich war im Knast. So. Alles mitnehmen. Wieso wackel ich so rum? Wir sollten auf jeden Fall erstmal schlafen. So, als nächstes würde ich was essen gerne, aber ich glaube, hier finde ich in der Nähe nichts, ne? Ich sollte mich umziehen. Wie? Was? Gott. Hey! Ich hab's doch gerade mitgenommen. Hä? Egal, scheiß drauf. So, ich möchte gerne meinen Bogen wieder anziehen, meinen Stachel anziehen und... Welche Pfeile nehmen wir? Oh, nehmen wir die mal. So, als nächstes möchte ich gerne meine Rüstung anziehen. Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich getragen habe. Leise Treter sind sowieso fast kaputt, schade. Und mal wieder neue. Ich glaube, das sieht gut aus. Sehr schön. Oh Gott, ich muss was essen. Ich kipp's so um. Was ist das da für ein A? Begib dich wegen der Fundsachen zum Rattaya Pfarrhaus. Fundsachen? Egal, da kommen wir sowieso noch hin. Als erstes müssen wir begib dich zum vereinbarten Treffpunkt. Vorher irgendwie noch was essen am besten. Und dann können wir zum Pfarrhaus gehen und gucken, was da für besonderer Loot ist. Essen. So, ich bin zwar noch nicht ganz satt. Ich kann gerne nochmal in mein Inventar gucken. Habe ich noch irgendwas? Ja, vergammeltes Zeug. Geil. Getrocknete Pilze. Karotte ist auch weg. Dieschen ist auch weg. Trockenobst. Hat halt 51. Ja gut, 55. Jetzt sind wir wenigstens nicht mehr so hungrig. Und jetzt müssen wir nur noch da hinten auf die andere Seite, aber ich glaube, da kommen wir nur hin, wenn wir woanders lang gehen. Paddy? Ah. Ich glaube, übers Wasser konnten wir halt nur, wenn wir hier lang reiten. Und so leicht bricht man einfach aus dem Kloster aus, indem man einfach in den Knast geht. Also ich finde das easy. Ja, hier kommen wir rüber. Hier bin ich öfter schon rübergegangen, das weiß ich. Geht das hier so? Ach Mist, ich wünschte, ich könnte schwimmen. Wie bin ich denn immer rübergegangen? Wieso kann man nicht einfach schwimmen lernen? Ach, hier war das. Ich meine, man kann lesen lernen, aber man kann nicht schwimmen lernen. Finde ich ja ein bisschen suspekt, ne? Ich denke, in der Zeit konnten Menschen bestimmt auch schwimmen. Ich kann verstehen, dass Lesen lernen in dieser Zeit nicht wirklich gang und gäbe war, aber schwimmen? Jeder Dorftrottel sollte schwimmen können. Jetzt lass mich hier durch. Dies scheint der Ort zu sein, von dem sie sprachen. Okay, Feuer machen. Und dann warten, bis es Nacht ist. So, Feuer ist gelegt. Und jetzt warten wir.
Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Kurwa. Müsst ihr euch wie Diebe an mich heranschleichen? Wir sind Diebe. Außerdem mussten wir sicherstellen, dass dir niemand folgt. Und du uns keine Falle stellst. Aber genug der Plauderei. Reden wir übers Geschäft. Im Kloster gab es wohl etwas Ärger, wie wir hörten. Oh, ich hab den Beweis nicht mitgenommen. Nur, war es wie vereinbart? Hast du den Kerl für uns erledigt? Das war ein Pfarrhaus. Glaubst du, ich würde sonst hier sitzen? Was weiß ich? Tölpel gibt es zur Genüge. Es ist getan. Hast du Beweise? Er hatte etwas Geld bei sich. Er hatte nichts Außergewöhnliches bei sich, außer jede Menge Geld. Recht ungewöhnlich für einen Mönch, findest du nicht? Nun ja. Hast du es mitgenommen? Es gehört mir. Vergiss es. Ich habe Kopf und Kragen dafür riskiert und behalte es. Was? So läuft das hier nicht, Junge. Du stellst keine Befehle in Frage. Rück das Geld raus. Nein. Nur über meine Leiche. Du wolltest es nicht anders. Tötet ihn! Oh Gott, nein. Fertig. Was nennst du Kämpfen? Ich gebe niemals mein Geld her, das könnt ihr voll vergessen, ist mir egal. Scheiße, ich fall runter. WTF, jetzt hör auf ihn anzuvisieren, oh Gott. Mir fehlt die Ausdauer. Scheiß Sumpfland, ey. Ja. Easy. Sonderbarer Würfel. Okay. Das Geld. Der Pfeil. War der nicht zu dritt? Sonderbarer Würfel. Groschen. Verbesserter Spitzpfeil. Ich gebe niemals mein Geld her. Ist mir egal, ob ich es jetzt schwerer habe. Wir waren doch zu dritt, die Hoshis. Toll. Der sitzt da einfach. Hey, wer ist da? Das ist nicht gerade gut gelaufen. Scheiße. Wie finde ich denn jetzt ihr Lager? Sonderbarer Würfel. Liefern mir die Leichen einen Hinweis. Auf den ersten Blick sieht er wie ein gewöhnlicher Würfel aus. Doch die Zahlen stimmen nicht. Vielleicht nutzen sie solche Würfel als Erkennungszeichen. Allerdings hilft mir das nicht dabei, ihr Lager zu finden. Okay, wir haben es uns jetzt schwerer gemacht, aber mein Geld gebe ich nicht her. Kannst voll knicken. Auch wenn ich unendlich habe, ich weiß. Ist mir scheißegal. Jetzt liegt dein scheiß Bogen weg. Okay, sind das Questgegenstände? Sonderbarer Würfel. Irgendwas ist faul an diesem Würfel, ich weiß nur nicht was. Okay, was sagt mir meine Quest? Finde einen Hinweis, der dich zum Banditenlager führt. Aha. Es gelang mir nicht herauszufinden, wo sich das Banditenlager befindet. Nun muss ich meine Anstrengungen verdoppeln, um es aufzuspüren. Ich werde mich in Sausau umhören. Vielleicht hat dort jemand etwas aufgeschnappt. Dann würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall... das mit dem Pfarrhaus regt mich auf. Da war bestimmt der Beweis drin. Egal. Ist halt so. Wir müssen jetzt höchstwahrscheinlich hier hingehen, um da mal ein bisschen nachzufragen. Obwohl, wir müssen nach Sasau. So. Müssen wir uns hier jetzt ein bisschen umfragen. Ich würde halt wirklich glatt behaupten, wir sollten als allererstes
in die Schenke gehen und danach fragen und gleichzeitig was essen. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Essen. Es geht immer nur ums Essen. So, laufe ich hier überhaupt richtig? Nö, ich muss über die Brücke. Verdi! Tu mir einen Gefallen und verkürze mir den Weg. Ja. Ja, ja, ich weiß noch die erste Zeit, wo ich ohne Pferd rumlaufen musste. Das war eine Quälerei. Vor allem, wenn ich da im Wald Kräuter gesammelt habe. Das war so schlimm, dann in die nächste Stadt zu laufen mit vollen Taschen. So, wer bist du? Und du? Wie geht's? Verdächtige Vorkommnisse. Hat sich hier in letzter Zeit etwas Verdächtiges zugetragen? Fremde, die herumlungern oder Diebstähle? Was ist das für eine Frage? Die Kumanen bringen Leute um, Räuber leeren die Taschen der Toten und du fragst mich, ob sich etwas Verdächtiges zugetragen hat? Hat sich hier in letzter Zeit... Ich weiß... Was? Hat sich hier in letzter... Was ist das für eine Frage? Okay, da sagt er mal irgendwie... Sachen, die keine Sau interessieren. Kann ich mit dir reden? Guten Tag. Nein, ich will nicht würfeln. Beste Grüße. Hat sich hier in letzter Zeit etwas Verdächtiges zugetragen? Fremde, die herumlungern oder Diebstähle? Etwas Verdächtiges? Tja, ich sag dir was. Gestern habe ich diese schwarze Henne gesehen. Nicht einfach schwarz, nein, Kohlrabenschwarz. Ein böses Omen ist das, das sag ich dir. Wow, danke. Weißt du etwas, Shankmite? Hat sich hier in letzter Zeit etwas Verdächtiges zugetragen? Fremde, die herumlungern oder Diebstähle? Tja, es tragen sich immer windige Sachen zu. Aber du meinst wohl, ob's was Ungewöhnliches gab? Richtig. Gab es die letzte Zeit mehr Gaunereien als sonst? Hier nicht, aber der Wirt der Sasauer Schenke meinte, die Leute würden über eigenartige Vorfälle munkeln. Kann nicht schaden, ihn zu fragen. Hab Dank. Der Sasauer Wirt, ist das der Wirt hier? Lebe wohl. Oder haben die hier noch eine zweite Schenke? Allmächtiger. Ja, halt's Maul. Ich wollte fragen, ob dir in letzter Zeit etwas zu Ohren kam, das auf eine große Räuberbande hindeutet. Wie der Zufall so will, kam vor ein paar Tagen so ein Müllersbursche vorbei und hat sich weggeschwemmt. Hat sich so aufgeführt, dass ich ihn rauswerfen hab müssen. Aber vorher hat er was von einem Lager gefaselt. Sagte, er hätte lauter sonderbare Gestalten gesehen, die in Vranik, der alten Feste, kampieren. Oben auf dem Hügel? Wie gesagt, war er voll wie ein Fass, aber er hat bestimmt Vranik gemeint. Diese Dreistigkeit, direkt vor Herrn Hanuschs Nase. Was meinst du? Ach, nichts. Verbindlichsten Dank, Wirt. Genau das wollte ich wissen. Sehr schön. Damit hätten wir das geklärt. Und wir können... Ich hätte gern Bier. Geh nach Vranik und finde heraus, wie viele Männer dort sind und was sie vorhaben, anstatt der Herrn Ratzi... Okay. Du siehst ja fast aus wie so ein Esel. Naja. So, das heißt, gehen wir zuerst erkunden. Vranik. Ah, oh, jetzt wird ein Schuh draus, was das mit dieser Stadt auf sich hat. Wir waren ja da noch gar nicht. Stimmt, da wollten wir eigentlich mal hin. Mal gucken. Gut, wir erstatten erstmal Bericht, dann können wir nämlich direkt da unser Zeug holen. Würde ich sagen, ich denke, das ist eine gute Idee. Gucken, was uns geholfen hätte, die Quest zu beenden. Lu? Ja, ich will dahin reisen, geht doch. So, dann schauen wir doch mal, was wir da hätten vorzeigen können. Was wir aus der Leiche nicht rausgeholt haben. Oh, ich habe den Beweis total vergessen, ey. Wie konnte ich nur? Ja. Ja, Hundi aus dem Weg.
Echt jetzt? Der Scheiß ist auch noch verschlossen. Sonderbare Würfel. Der Typ hat einen sonderbaren Würfel bei sich. Den habe ich nicht gesehen. Na gut, das wäre wahrscheinlich der Beweis gewesen, dass er zu denen gehört hat. Ja, so viel dazu. So, okay, nun zu Herrn Arnosch und ihm Bescheid sagen. Der wird mir wahrscheinlich sagen, geh mal hin und erkunde. Ja. Ja, was soll's. Bist du schon? Nein. Du? Nein. Warst du hier auf der Etage? Herr, ich habe Neuigkeiten, doch ich fürchte, es sind keine guten. Nach allem, was geschehen ist, setzt du noch eins obendrauf? Beinahe beeindruckend. Ich fürchte ja. Es wird wieder geschehen. In noch größerem Ausmaß. Das klingt ja sehr ermutigend. Was genau wird geschehen? Wie es scheint, war das Lager in Pribislawitz bloß der Anfang. Sie sind alles andere als besiegt. Woher weißt du das? Ich stieß auf einen Presser, der für sie arbeitet, und ließ mich anheuern. Herr im Himmel, du bist stets für Überraschungen gut, Junge. Was hast du herausgefunden? In Vranik, in der Nähe von Sasau, gibt es ein weiteres, viel größeres Lager. Was führen diese Halunken im Schilde? Und wer zum Deivel sind die? Ich weiß es nicht. Uns schaden? Die Region erobern? Ich könnte es herausfinden. Wie? Ich bin nun einer von ihnen, habe ihr Erkennungszeichen und weiß, wo sie sich verschanzen. Ich müsste mich dort bloß umsehen. Ausgeschlossen. Das ist zu riskant. Herr, das ist ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was ich tun musste, um in ihre Reihen aufgenommen zu werden. Sie vertrauen mir. Wir müssen sie angreifen, bevor es zu spät ist. Am besten so schnell wie möglich, solange sie es nicht erwarten. Und wenn wir diesen räudigen Hund gefasst haben, fragen wir ihn höflich, was er will. Doch bevor wir einen Angriff wagen, sollten wir in der Tat jemanden entsenden, um so viel wie möglich über sie in Erfahrung zu bringen. Ich will kein unnötiges Risiko eingehen. Es wäre weniger riskant als unser Angriff auf Pribislawitz. Also gut, Heinrich. Finde heraus, wie viele es sind und was sie planen und alles, was du sonst noch in Erfahrung bringen kannst. Aber lehne dich nicht zu weit aus dem Fenster. Ja, Herr. Viel Glück, Junge. Ich werde sie alle vergiften. Hey. Ja. Als Maul, Junge. Ich bin hier zu Besuch, ich darf hier sein. So, quatscht er mich einfach von der Seite an. Er kann froh sein, dass ich ihn nicht töte. So, okay. Wollen wir mal alle vergiften hier in Vranik, ne? Also rein theoretisch dürfte ich rein wegen Würfeln und so. Das könnte es sein. So, hier wären wir also in Vranik. Doch wie das Ganze ausgeht, ob ich es schaffe, alle zu vergiften, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.